Und ich denke, Geht schon, streamt schon. streamt, wir sind da. Genau. Hallo, hallo, ihr Lieben. Mal gucken, was ich sehe. Jetzt sehe ich uns. Genau. Hier sind wir. Wer ist denn da auf der anderen Seite? Gehen wir mal gucken. Warten wir noch einen ganz, ganz kleinen Moment. So. Mal schauen, wen ich da sehe in der Gruppe. Jetzt gehe ich kurz auf dem Handy in die Gruppe. Also, ihr Lieben, fünf Leute schauen uns schon zu. Wir sind hier aus der Ausbildung. Ich habe es schon angekündigt. Wir sind hier aus der Ausbildung Coach für Anwendung göttlicher Energie. Wir haben ja hier schon in der Gruppe einige Anwendungen gemacht mit der Anja. Und wir haben jetzt unsere neuen wunderbaren Coaches am Start. Und zwar haben wir hier die Linda, die Elisabeth und den Hans, die Sabine. Wir haben den Chris und wir haben die Susanne. Und die Susanne wird uns jetzt heute zusammen abholen und eine Live-Transformations-Anwendung machen, die uns helfen soll. Genau, Winke, die uns helfen soll, das Alte loszulassen. Heute, gerade am Karfreitag, ist es ja wirklich das Thema, die Auferstehung steht vor der Tür. Und das heißt, alles wird neu. Wir gehen in eine neue Zeit. Wir gehen ja insgesamt in eine neue Zukunft. Und die Energien sind im Kollektiv schon wunderbar. Und wir werden jetzt auch noch zusammen diese Anwendung machen. Susi, du hast das Wort. Okay, ja, dann werde ich jetzt hier mal mein neu Gelerntes anwenden. Ja, genau, und es soll ja darum gehen, dass wir jetzt in dieser Anwendung das Alte gehen lassen, das Alte loslassen, ja, um sich frisch zu machen, ne? Für die neuen Dinge, die kommen und ja. Macht hoch die Tür, die Tür macht auf, so ungefähr. Es passt allerdings nicht zu Ostern, aber irgendwie doch. Und genau. Und jetzt, ich meine, wir haben das jetzt immer so gemacht, dass man sich für diese Geschichte hinstellen soll. Wer das von euch möchte, könnte das machen. Er kann natürlich oder ihr könnt auch sitzen Ich mach's bleiben. mal. Aber stehen ist irgendwie eine ganz gute Voraussetzung, weil wir werden jetzt so eine Art Dusche erleben, eine Licht-, eine Energiedusche. Und viele lieben das ja, eher im Stehen sich zu duschen oder diese Vorstellung zu kriegen. Auf jeden Fall wäre es wichtig, wenn ihr sitzen bleibt, dass die Füße parallel am Boden sind, also nicht unbedingt gekreuzt sind, sodass ihr wirklich die Verbindung mit den Fußsohlen am Boden habt. Und stehend oder sitzend, wäre es jetzt okay für euch, die Augen zu schließen, weil auch das ist immer ein gutes Symbol, ein gutes Zeichen, reinzugehen und sich zu sammeln. Ihr spürt jetzt in den Füßen eine gute Verwurzelung mit der Erde und über euch könnt ihr jetzt schon einen Lichtstrahl oder eine Lichtkugel, etwas sehr Helles aus einem wundervollen hellgelben Licht, goldenem Licht wahrnehmen. Und dieses Licht umflutet euch bereits und geht in euch rein. Und alles, was wir jetzt tun, kommt in die göttliche und universale Ordnung. Alles
alle Wünsche und alle Ziele. Habt ihr präsent? Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Stellt euch jetzt dieses wunderbare Licht vor und ich werde es noch etwas anreichern. Es wird angereichert mit absoluter Gesundheit. Alles kommt in die göttliche, universale Ordnung. All eure Ängste werden transformiert und gelöst. Aufwachen ist das Thema. Eure Aura wird neu und leuchtend. Bedingungslose Liebe fließt ein. Sämtliche Befreiung von Fremdenergien. Komplette Erlaubnis. Absolute Freiheit. Ihr spürt, dass die Gegenwart, dass jetzt die Kraft ist. Geld ist Liebe. Alle Glaubenssätze werden aufgelöst, die negativ und begrenzend sind. Alle göttlichen Helfer und Lichtwesen sind aktiviert. Ihr öffnet euch für den Herzensweg. Die Intuition ist die wahre Kraft. Die Liebe wird anerkannt als die höchste Transformationskraft. Alle Paradigmen werden gelöst. Das positive Weltbild fließt ein. Komplette Reinigung. Alle Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Der Mut, sich zu zeigen, wird sichtbar. Unendliche Fülle und komplettes Urvertrauen. Die Wiedergeburt, komplett neu sein, fließt ein. So angefüllt ist die Energie jetzt da. Und sie fließt durch euer Bewusstsein und durch euer Unterbewusstsein. Durch jede Zelle eures Körpers. Eure DNA und eure Aura. Die Energie fließt ruhig. Sie fließt von eurem Kopf in den Hinterkopf, euer Gesicht, den Hals hinunter, den Nacken hinunter, die Schultern hinunter, in eure Arme. In die Hände, in die Finger, in die Fingerspitzen, den Brustbereich hinunter, über den Bauchbereich bis in die Hüfte, die Oberschenkel,
bis zu den Knien, die Schienbeine hinunter, in die Füße und in eure Fußspitzen. Falls noch irgendwelche Blockaden sind, werden die jetzt zerstört, die Energie fließt, die Blockaden liegen nicht mehr vor, sie müssen gehen. Alle Blockaden, die noch da sind, müssen jetzt gehen. Alles kommt jetzt in die göttliche und universale Ordnung in allen Zeitschienen und allen Dimensionen. Und so sei es. Jetzt atmet ihr nochmal ganz tief all diese Energien durch euch durch. Noch einmal tief ein und aus. Und ein und aus. Und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Oder zumindest wieder entspannen. Und wieder ankommen im Hier und Jetzt. So, jetzt hoffe ich, wow. Ihr seid wieder alle da. Und ja. Es hat euch gut getan. Ja, sehr. Ja. Was sagt ihr? Ja. Anja, sag auch mal was. Ja. Sag auch mal was. Energie ist geflossen, so direkt so, wie so ein Schwall. Und da war halt diese neue, komplett göttliche Aura. Ne? Also das habe ich wirklich gespürt. Zack. Ganz toll. Ja, Sabine? Sehr schön, hat mir sehr gut getan, sehr gut geflossen auch, die Informationen, die du reingegeben hast. Ja, ganz wunderbar. Wirklich. Sehr schön. Also für alle, die jetzt vielleicht später zuschauen, spult an den Anfang, macht es mit. Es ist absolut transformierend, die Energie wirkt auch noch, solange wie sie jeder Individuelle für sich braucht. Die Anwendung ist in diesem Video, kann wiederholt werden, so oft, wie es gewünscht ist, für alle, die das jetzt sehen. Und wer für sich eine 1:1-Anwendung haben möchte, ich werde nachher unter das Video noch diese lieben neuen Coaches der göttlichen Energie verlinken. Dann könnt ihr mit ihnen Kontakt aufnehmen. Vielleicht wollt ihr euch ganz kurz nur vorstellen, wenn wir schon hier sind, warum ihr das gemacht habt und warum ihr so dafür brennt, das jetzt weiterzugeben. Susi, magst du kurz anfangen? 1, 2 Sätze. Ja, ich sage es ganz einfach, ganz klar, ich hatte einen Weckruf dieses Jahr und bin von einem ganz anderen Job darauf aufmerksam gemacht worden, schon oft in meinem Leben, aber diesmal habe ich zugehört, dass ich vielleicht noch was anderes tun soll in meinem Leben, außer das, was ich bisher gemacht habe. Wow. Genau. Wer sagt noch was, Linda? Magst du noch was sagen? Ja, für mich ist das genauso. Also ich bin eigentlich Erzieherin und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viel Power, aber ich weiß nicht, wohin damit. Und habe dadurch den Weg gefunden, wo ich hingehöre. Ja. Danke, Linda. Ja, toll. Sabine? Ja, also ich bin schon lange also als Dozentin tätig und habe schon lange gefühlt, dass nicht nur die Sprache das Einzige ist, was ich überbringen möchte. Und ich durfte ein ganz tolles energetisches Erlebnis auch im letzten Jahr haben, was mich auch sehr wach gemacht hat. Und Energiearbeiten mit dieser Lichtenergie, das hat mich einfach immer magisch oder es zieht mich magisch an und
ich weiß, dass ich da sehr viel den Menschen überbringen darf und ja, vielleicht vielen helfen kann, ihre Blockaden zu lösen und auch wieder Glück und Lachen ins Gesicht zu zaubern. Das würde ich mir sehr wünschen. So schön. Elisabeth? Ja, ich mache zusammen mit meinem Mann, mit Hans zusammen, machen wir seit vielen Jahren schon Coachings und haben da Gott sei Dank schon sehr vielen Menschen wunderbar helfen können, ihnen einfach einen leichteren Weg für ihr Leben zu zeigen, ihre Probleme aus anderer Sichtweise zu sehen und plötzlich lösen sie sich auf. Und das ist so schön. Und was wir jetzt noch dazugelernt haben, ist eben diese, in einer, ich möchte sagen, ganz kurzen Version, diese Verbindung vom Göttlichen zu sich selbst. Und irgendwo tragen wir ja alle Gott in uns, weil Gott ja unser eigentliches Leben ist. Wir tragen ihn in uns und das den Menschen jetzt so schnell und so intensiv und so auch auf so eine ganz leichte Weise nahezubringen. Denn die Energie spürt man einfach, die kommt und die geht so durch, die läuft durch wie ein, ja, wie ein Wasserfall und man kann doch diese Energie noch mehr und mehr machen. Und es ist wunderbar, wenn man diese Übung dann morgens und abends vielleicht macht. Es hört nicht mehr auf, dass diese Energie fließt und dass man die Energie ausstrahlt und es einfach. Und durch das Ausstrahlen von der Energie, ja, bringen wir ja auch neue Energie in den und zeigen wir den anderen Menschen, was Energie ist und was sie mit ihrer Energie alles anstellen können. Denn alles ist ja Energie und auch wir sind nur reine Energie. Danke. Und wenn ich noch etwas dazu ergänzen darf, wir hatten die Möglichkeiten, die Chance und das Glück, dass wir in den Heilnachmittagen von der Patricia das einmal erlebt haben oder zweimal erlebt haben von der Anja. Und das hat mich sowas von weggeblasen, dass ich gesagt habe, naja, also wenn es dann das schon gibt, diese Ausbildung, dass man das lernen kann, dann aber Achtung, fertig, los, das wird gelernt und wird weitergegeben, damit man es verteilen kann. Weil je mehr man verteilt, desto mehr wird die Energie. Energie wird nicht weniger, die wird mehr, wenn man sie teilt. Absolut. Danke, danke. So, und last but not least, der liebe Chris. Ja, es ist ganz einfach. Ich habe erfahren dürfen, dass Heilung in jedem von uns steckt, dass eigentlich im Prinzip jeder Heiler ist und man sich auf das einfach einlassen kann und es funktioniert alles. Und ich habe es jetzt schon wieder erfahren. Also, ich sag's euch, Leute, wenn ihr irgendwo mal ein richtiges, geiles, energetisches Erlebnis braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, vielleicht für nur ein kleines Thema, für ein Thema oder einfach für große, viele Themen, kontaktiert die Sabine, den Chris oder die Linda oder die Susanne, die Elisabeth oder den Hans, die gibt es auch einzeln und sie gibt es im Doppelpack. Also, ich bin mega geehrt und ich möchte Anja noch das Abschlusswort hier von unserem Live geben. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Kurs. Ja, genau, dann sage ich auch noch was mit dazu. Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den Coaches. Ihr habt das so toll gemacht und auch diese Botschaft mit nach draußen zu bringen, das ist einfach göttlich, kann man nicht anders sagen. Und ja, wir können so viel bewirken auf der Welt und es ist wirklich eine Gabe, die jeder hat. Nur dieses Bewusstsein, dass man das halt auch wirklich für sich erkennt und dann diesen Weg geht. Also da möchte ich alle zu ermutigen und mich dafür auch bedanken, dass ihr den Weg jetzt mit uns zusammengegangen seid. Ganz herzlichen Dank an euch und auch an Patricia, natürlich. Das Wichtigste habe ich vergessen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, weil wir haben wirklich so eine tolle Woche, so tolle 6 Tage erlebt, untereinander in der Gruppe. Wir haben ja gestern auch noch Gäste gehabt, fast 30 Gäste, die dabei sein durften bei individuellen Anwendungen. Und auch da die Resonanz, die war so unglaublich schön, dass wir gesagt haben, wir fangen am 19.04., die Anja und ich, nochmal so einen Ausbildungsturnus an mit 6 Tagen. 6 Tagen, 2 Stunden am Tag. Es ist so gigantisch, dass man jeden Tag wirklich an sich selber arbeitet, wächst und wächst und wächst in seiner Verbindung mit seinem wahren Selbst, mit seinem Herzensweg und
wirklich in diese Kraft kommt, anderen die Hand zu reichen und, wie der Chris gesagt hat, den Heiler in sich zu aktivieren. Und deswegen, wenn ihr interessiert seid, wir fangen am 19.04. an bis 24.04. Die Homepage ist schon online gestellt bei mir bei mywellfeeling.com zum Anmelden, aber das schreibe ich alles noch dazu. So, winke, winke. Danke, danke, danke euch allen. Frohe Ostern allen. Genau, frohe Ostern. Genau. Ostern. Tschüss. Ciao.